Lufthansa holt die 380er aus dem Deep Storage zurück. Ich habe davon ja schon erzählt. Es heißt jetzt 5 Stück, aber es wird überlegt, ob mehr kommen. Mehr Infos natürlich. Und dann natürlich auch Infos von einem ehemaligen Clubhouse mit Clubhouse-Talker, der A380-Captain ist, einer aus der alten Riege. Von ihm nochmal ein paar Inputs, wie das mit dem Crew-Stuffing abläuft. Dann Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist ein wichtiges Thema, deshalb habe ich ja auch die Vereinigung Passagier gegründet. Da diskutieren wir das Thema Vorkassemodell der Fluggesellschaften. Ist das noch zeitgemäß bei all dem Chaos? Und weiter geht's dann mit 25% Rabatt auf Hilton-Nächte. Also bis zu, muss man ja immer wieder sagen. Und der längste Flug der Welt in der Business Class, da gibt es einen One-Way-Deal. Mehr Infos für euch. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wie immer natürlich, denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, bringt uns Kommentare und vor allem ein Like. Danke dafür, dass ihr das tut. Ich hatte ja schon berichtet, Lufthansa bringt bis zu 5 A380er aus dem Storage zurück. Und Carsten Spohr hatte uns alle mit dieser Aussage überrascht. Ja, er hat hier immer gesagt, nee, die sind zu groß, die sind irgendwie auch unflexibel, die sind auch irgendwie keine Spritsparer, die 350er ist besser und weiß der Geier was alles. Nun gab es da so ein paar unvorhergesehene Dinge. Die 777 ist ja bis heute nicht da mit der neuen Business Class. 4 Sterne, Skytrax, ihr wisst schon, ehemals 5. Ist halt einfach so, dass man jetzt da den 380er wiederholen muss. Ganz einfach, weil die Passagierzahlen explodieren. Wir sehen es ja fast an jedem Tag am Flughafen. Und deshalb halt wirklich diese Wende von Carsten Spohr. Natürlich diametral zu dem, also komplett entgegengesetzt zu dem, was er gesagt hat. Und am Sommer 2023 soll der Flieger kommen. Konkrete Strecken wurden halt immer nicht benannt. Warum? Ganz einfach, weil man... Ja, man wusste es und weiß es wahrscheinlich auch nicht. Es wird alles durchgerechnet, aber Asien wird es wohl wahrscheinlich sein. Und man muss halt einfach mal gucken, wie das weitergeht. 14 Stück sind da, ich hatte es berichtet. Dann gehen die weiter an die Airbus. 6 Stück davon und dann sind 8 Stück nur noch da. Also kann man wirklich nur noch 8 Flugzeuge bringen. Aber es wird weiter überlegt, ob man nicht vielleicht 2024 noch mehr von diesen großen Fliegern bringen darf. Ihr habt ja auch selber gesehen, viele überschlagen sich, sind voller Freude. Ich warte übrigens noch auf die Einladung von den Kollegen, die ja fliegen wollen. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Fliege ich auch mit. Also wenn mich einlädt, fliege ich mit. Ab Business Class bin ich immer mit dabei, ganz, ganz bescheiden, wie ich bin. Ja, auf jeden Fall ist das Comeback dieses Flugzeuges ja besiegelt und es kann natürlich noch umfangreicher kommen, denn die Maschinen, die es gibt, das sind ja dann immer noch 8 Stück rein mathematisch, kann man ja alle nehmen. Und das ist diese 6+2 Regelung. Und Carsten Spohr hat halt intern bei einer Personalveranstaltung gesagt, das ist eine Option, entschieden ist aber noch nichts. Und zwar 8 Flugzeuge. 6 würden fliegen, 2 wären Ersatzteile, beziehungsweise Spare-Ersatzteile, war falsch. Also Spare-Flugzeuge, wenn eins kaputt ist, dass es fliegen kann. Wird also nichts ausgeschlachtet, sorry. Das wäre auch geil, ne? Naja, auf jeden Fall sind das ja mal positive Nachrichten. Dann gab es die Frage, wie sich die 1000 Leute Crew zusammenstellen und wie das so ist. Das ist eine Zahl, die ich einfach so Pi mal Daumen gehört habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Zahl für die 8 entscheidend ist oder kriegsentscheidend ist. Und ich kann euch halt einfach nur fürs Cockpit Folgendes sagen. Steffen, der bei unseren Clubhouse Talks ja oft auf der Bühne war und da die Insights gegeben hatte, hat ja auch gesagt, dass er den goldenen Handschlag bekommen hat von der Lufthansa. Er hat eine nicht kleine Summe bekommen, damit er nicht mehr fliegt. Und er hatte jetzt auf seinem Twitter-Kanal halt einfach geschrieben, dass er sich bedankt für die Anteilnahme, weil seine Timeline halt explodiert ist. Und er sagt halt einfach, dass sein Arbeitsverhältnis mit dem 1.8. durch das Programm
also dieses Freiwilligenprogramm, beendet ist. Und genauso wie er sind halt 380er-Kapitäne seit 2 Jahren plus X nicht mehr geflogen. Also brauchen alle ein sogenanntes neues Type-Rating. Das heißt, ob man einen x-beliebigen Lufthansa-Kapitän zum 380er-Kapitän macht oder die alten teuren wieder aktiviert, weil er einen Altvertrag hat, ist er ein teurer, spielt von der Umschulung her keine Rolle. Im Gegenteil, einen momentan aktiven 350-Piloten kann man in 2 Wochen Simulator und 5 Umläufen auf den 380er schulen. Ja, ganz genau. Und er glaubt also nicht, dass die alten Teuren, zu denen er sich ja auch natürlich zählt, einen Anruf bekommen, solange es genügend Personal gibt. Damit ist das geklärt. Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Und ich bin da auch mal gespannt, was da passiert. Airlines kriegen im Moment von allen Seiten einen auf die Fresse. Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, dass die Fluggesellschaften mit Schuld sind an den Problemen, die es da gibt, weil man nicht genug Personal hat. Und ihr habt ja gerade von der Nummer gehört, dass er den goldenen Handschlag bekommen hat. Und so ist das natürlich auch so gegangen. Marion Jungblut ist Mobilitätsexpertin, schwieriges Wort, Mobilitätsexpertin, der Verbraucherzentrale des Bundesverbandes, der VZBV. Und sie hat einfach gesagt, dass Flüge vorab kassiert werden, ist nicht in Ordnung. Das sehen wir als Vereinigung Passagier übrigens auch so. Und es ist halt ein finanzielles Risiko. Stattdessen sollten diese erst kurz vor Reiseantritt oder bei Reiseantritt fällig werden. Und diese Forderung unterstützen wir als Vereinigung Passagier. Und deshalb nehme ich die auch in die heutige Folge mit auf. Warum? Ganz einfach. Schauen wir uns einfach mal an, wie das ist. Normalerweise ist es so, ein Flug findet statt, alle sind happy. Dann gibt es die Situation, ein Flug findet nicht statt. Keiner ist happy. Die Fluggesellschaft nicht, weil sie kein Geld gekriegt hat, aber wir als Passagiere nicht, weil wir keinen Urlaub bekommen haben, den wir erwartet haben, oder Geschäftstermin, was auch immer. Und dann unsere Knete. Laut EU-Verordnung hat die Fluggesellschaft 7 Tage Zeit, uns das Geld zu überweisen. Wir haben ja bei der Lufthansa gesehen, wie das dann so gegangen ist. Diese 7 Tage sind bei einigen mehrere Monate oder Jahre geworden. Gibt anscheinend auch Einzelfälle, also ich sage jetzt einfach mal Einzelfälle, bei mir ist aus unserem Kundenkreis keiner bekannt, der noch Geld zu bekommen hat, dass die Lufthansa immer noch nicht überwiesen hat. Wobei ich das aber glaube, dass das damit zusammenhängt mit der Konstellation Reisebüro und Lufthansa. Deshalb sollte es in meinen Augen auch da eine Änderung geben. Das heißt also, wenn man einen Flug bezahlt, dann sollte die Fluggesellschaft unsere Daten bekommen und diese Daten nutzen, um uns Geld zurückzuüberweisen. Genauso übrigens, wie sie es auch nutzen können, wenn es die EU-Verordnung betrifft, im Rahmen der 250 bis 600 Euro Entschädigungszahlung zuzüglich Hotel und so weiter. Weil das ist ja ein Riesenproblem. Dr. Matthias Böse, ihr kennt ja unseren Haus- und Hofrechtsanwalt, der hat ja auch geklagt, glaube ich, gegen die Air France war es und hat gewonnen, dass natürlich die Air France derjenige ist, der den Flug schuldet und nicht das Online-Reisebüro. Das heißt also, wenn ich von Air France den Flug über ein Online-Reisebüro bestellt und gekauft habe, dann möchte ich das Geld von der Fluggesellschaft wieder haben, aber nicht vom Online-Reisebüro zwangsläufig, weil das natürlich auch wieder diese Zeiten und diese Malesche mit sich bringt. Jetzt gibt es eine Schweizer Studie, die im Auftrag gegebene Studie hat ermittelt, dass bei einer Umstellung der Vorkassepraxis auf Zahlung bei Flugantritt die Ticketkosten lediglich um weniger als 4% steigen müssten. Ja, ganz genau. Die Verbraucherzentrale Bundesverband im vergangenen November hatte das ja berichtet, die Bundesregierung sollte sich eine Veränderung der Vorkasse auf EU-Ebene einsetzen. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so passiert, weil, wie ich ja gesagt habe, die Fluggesellschaften haben kein Vertrauen mehr in der Form, wie sie es vorher hatten. Denn wir geben ja als Flugreisende einen zinslosen Kredit. Überlegt doch einfach mal. Wir geben Knete, wir arbeiten dafür. Und die Luftfahrtbranche muss jetzt wieder Vertrauen zurückgewinnen und vor allem aber auch verbraucherfreundlicher werden. Und das muss man halt einfach sagen. Ja, erstmal gibt es halt wirklich das BGB, das einem da ganz klar das Ganze sagt. Jetzt muss man in der Ehrlichkeit halber sagen, für Firmenkunden gibt es das ja, dass die erst, heißt glaube ich Fly As You Go oder sowas, ne? Also, da bin ich mal gespannt, was ihr unten schreibt, was eure Kommentare sind. Ich hoffe, dass die Kommentarleiste da entflammt
und auseinanderbirst, dass wir vielleicht einen Rekord aufstellen können mit den Kommentaren. Wer uns bei der Arbeit unterstützen will, kann das bei der Vereinigung Passagier machen. Wir als Vereinigung Passagier setzen uns für eure Rechte ein. Ihr habt ja gemerkt, ich hatte ja gestern den Auftritt in der Radiosendung als Vorsitzender der Vereinigung, hatte aber auch letzte zwei Wochen, da hatte ich ja auch nochmal bei einem Podcast mitgemacht. Das heißt also, wir sind aktiv da, um eure Rechte zu stärken. Jetzt kommt ihr, unterstützt die Vereinigung Passagier e.V., unterstützt mich bei der Arbeit, dass wir wirklich da neue Maßstäbe setzen können und wir unserem Geld nicht mehr hinterherlaufen müssen. Damit wir unserem Geld nicht mehr hinterherlaufen müssen, habe ich für euch auch einen Deal. Und zwar Hilton hat einen Deal, und zwar 25% auf Aufenthalte. Das gilt für ganz Europa, Großbritannien, Irland, Nahe Osten, aber auch Afrika. Also man nennt das ja EMEA, Europe, Middle East, Africa. Und da gibt es natürlich interessante Angebote. Und dieses Angebot ist halt wirklich so, dass Nichtmitglieder 20% erhalten bei Teilnehmen Waldorf Astoria Hotels, Konrad, LXR Hotels, Doubletree Hotels, aber auch bei Curio Collection, bei Hilton Canopy, um euch da einige zu nennen. Dieser Rabatt geht auf die beste verfügbaren Preise und die besten verfügbaren Bed and Breakfast Raten. Ja, was soll man dazu sagen? Ganz wichtig, wenn du sogar Mitglied bist bei denen, dann kriegst du ja sogar mehr Rabatt. Also insofern gibt es einen zusätzlichen Rabatt als Mitglied, insgesamt also bis zu 25%. Was soll ich noch sagen? Buchungszeitraum 29. Juli bis 12. September. 7. Juli bis 12. September für alle anderen Buchen, die müssen direkt über Hilton.com erfolgen. Aufenthalt ist natürlich vom 27. Juli bis zum 12. September. Und mindestens einen Tag vor Anreise muss diese Rate gebucht werden, ist allerdings nicht erstattungsfähig. Also insofern da aufpassen. Macht das nur, wenn ihr es wisst, dass ihr das in Anspruch nehmt. Dann haben wir noch einen geilen Deal für euch, wenn es ums Fliegen geht. Der längste Flug der Welt. Wer von euch weiß es? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Es ist natürlich Singapur nach Bangkok. Andersrum, nach New York, so rum. Ihr müsst aber in Bangkok anfangen, ne? Der war geil, ne? Ich sollte vielleicht nicht drei Sachen auf einmal machen. Und zwar, der längste Flug der Welt wird ja wieder ausgeführt und ihr könnt einen One-Way von Bangkok über Singapur nach New York buchen. Dieser Flug kostet so um die 1.300 Euro. Als Return gibt es ihn für 2.200 Euro und da muss man halt einfach zugreifen. Er ist gültig für Reisen, die am oder nach dem 1. August 2022 starten und vor dem 16. Dezember 2022 zu Ende sind. Buchungsklasse ist D. Und natürlich, wie immer, was solltet ihr noch wissen? Genießt den Flug. Ist einer der geilsten Erlebnisse. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Ach, eine Sache habe ich ganz vergessen. Wenn ihr noch so ein Kapperl wollt, ich bin ja gefragt worden, sagt mir Bescheid, wir werden jetzt vielleicht so eine Sammelbestellung machen, die Kappen. Ich werde vielleicht ein paar Kappen nochmal herstellen lassen. Schenkt mir Geld. Schickt mir eine WhatsApp-Nachricht und dann können wir das besprechen, welcher Qualität ihr die haben wollt. Und dann schauen wir einfach mal. Also, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, jetzt aber zu abonnieren, die Glocke anzumachen, liken und unten kommentieren. Also, danke und bis morgen zur nächsten Sendung von Frequent Traveler TV. Und ich ausmachen. So, tschüss.